Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem zweiten Kanal. Ich bin wieder hier und es ist etwas passiert. Erstmal, wir spielen wieder Ark Comes Alive Ascended oder wie das Ganze heißt. Und wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr den Kanal hier wiederbeleben wollt, wäre super lieb, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr einen Kommentar schreibt, Matschi ist cool oder so, keine Ahnung, schreibt irgendwas. Wäre lieb, um den Kanal wiederzubeleben. Auf jeden Fall, ich habe gerade schon eine Viertelstunde aufgenommen und habe diesen Petri gezähmt. Das ist ein 150er, den habe ich gebolert und der brauchte bestimmt so 30 Pfeile oder so. Also der hatte echt ordentlich Topor, um den ausgelockt zu bekommen. Das Ding ist, ich habe das auch alles aufgenommen und auf einmal habe mein Monitor einen traurigen Smiley gezeigt und mein PC ist runtergefahren. Ich habe den wieder angemacht und da habe ich gesehen, dass die ganze Aufnahme weg ist. Und deshalb, ihr habt verpasst, wie ich den hier gezähmt habe, aber sonst habt ihr nicht großartig irgendwas verpasst, glaube ich. Habe ich noch irgendwas super Aufregendes gemacht? Ich glaube nicht. Also das hier war das Aufregendste. Und den werden wir auf jeden Fall jetzt benutzen und ich glaube, wir haben immer noch leichte technische Probleme, weil ich mache das Inventar auf und auf einmal ruckelt hier alles. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe gerade ein Grafiktreiber-Update gemacht. Vielleicht liegt es auch daran. So, auf jeden Fall kriegst du den neuen Sattel und mit dir werden wir gleich unterwegs gehen. Und da werde ich nicht ganz so viel Movement Speed drauf geben wie auf dem hier, weil der war einfach viel zu schnell. Der war viel zu schnell. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich habe irgendwie 300 Movement Speed auf dem geskillt und der war einfach so fix. Das war nicht mehr normal. So, auf jeden Fall, wir haben einen neuen Petri. Eigentlich hätte ich euch gerne gezeigt, wie ich den gezähmt habe. Aber Aufnahme, einfach kaputt. Ist das ein Basilisk da vorne? Als ob es hier auch Basilisken gibt. Was zum Teufel? Ja, wo ist der Basilisk hin? Der ist einfach weg. Auch Karkinos einfach. Das ist einfach Aberration-Gebiet. Wie wild ist das denn? Also die Basilisken, die sind irgendwie unsichtbar oder so. Und der hat mir 1100 Damage gemacht, was auch immer das gerade war. War das ein Basi? Vielleicht ein gemoddeter Basi oder so? Nee, ich glaube ein normaler. Ich bin halt echt übel am Rumlenken gerade. Oh nein, ihr seht das wahrscheinlich auch. Ey, nie wieder Grafiktreiber-Update anscheinend. Schade, ich dachte, ich tue meinem PC was Gutes. Ich fliege jetzt einfach mal so ein bisschen rum und hoffe, dass der sich ein bisschen fängt jetzt. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden. Die Ruckler sind nicht mehr ganz so am Start, aber das gerade war ja unerträglich. Ey. Wie krass sieht bitte die Wüste aus. Also die Map, egal in welche Ecke ich fliege, ich finde immer wieder Dinge, wo ich mir denke, ey, das sieht ja super wild aus. Guckt euch das an, hier ist sogar so eine Höhle drin, glaube ich. Hier gibt es mehrere so kleine Höhlen. Ich hätte eigentlich richtig Bock, in so einer zu bauen. Aber nicht unbedingt in der Wüste, weil hier ist anscheinend die ganze Zeit Sandsturm oder so. Hier hinten gibt es sogar Phasolasuchus. Oh mein Gott. Was ist er denn? Es ist ein normaler Giga? Das ist doch kein normaler Giga. Giganotosaurus einfach. Ist das ein Boss von der Map oder ist das von der Mod? Ich habe keine Ahnung, aber ich will nicht gegen den Kämpfer. Es gibt anscheinend Alpha-Fasler-Suchus. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich bin ein bisschen verliebt. Vielleicht können wir doch coole Sachen machen hier, ey. Einfach die Aberration-Ringe hier einfach irgendwo hingesetzt. Und wie schön ist das hier bitte? Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, ihr wollt mich verarschen. Oh mein Gott, wie nice. Ich hab Gänsehaut ein bisschen. Es ist so schön. Hier gibt's Magic Dinos, Magic Teri, Magic Petri, Magic Megaterium. Das sind eigentlich im Prinzip nur Vanilla-Versionen, glaube ich, so halbwegs. Oder die heißen nur anders und sehen ein bisschen anders aus. Aber es ist halt so cool. Hier ist auch schon so ein halbes Shelter gebaut. Guck mal, hier könnte man so drunter bauen. Sag mir, dass das alles hier nicht krass ist. Jetzt mal ehrlich. Sag mir, dass das nicht krass ist. Wir werden jetzt versuchen, nackig im Schneegebiet ein Harvest an Kühlung mitzunehmen. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Werde ich es trotzdem versuchen? Sehr wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube, ich werde das versuchen. Oh mein Gott, hier sind ja so nice Sachen. Oh, hier sind auch Wölfe. Da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Und da hinten ist einfach... Wie cool ist das denn? Ich will hier wohnen. Oh mein Gott, wenn das Schneegebiet nicht so kalt wäre. Ey, kann ich vielleicht genug Fortitude skillen, dass ich hier einfach so drin sein kann? Habe ich Level Up? Nö, natürlich nicht. Ich werde alles zu Fortitude skillen. Und dann ziehe ich hier ein. Wie cool wäre das denn bitte? So, also unser Versuch ist vielleicht nicht so smart, aber das ist nicht schlimm. Wir packen einfach den Petri ein. Zur Not kriegen wir unsere Sachen dann wieder. Und wir werden ein bisschen im Kreis rennen. Das ist auch mein letzter Ball, merke ich gerade. Das ist auch nicht so ganz gut. Es geht ab jetzt. Und ich hoffe, der andere Ankylo wird nicht sauer, weil der ist ein Speed-Ankylo. Der ist tatsächlich nicht sauer geworden. Okay, okay, okay. Wir sind da was dran, Leute. Schneegebiet? Was für Schneegebiet? Ich sehe hier das Problem nicht. Aber der hält ein bisschen mehr aus. Der kriegt super wenig Topor. Oh nö, ey. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich in irgendwas reinlaufe. Einfach nackt im Schneegebiet zu eben ist auch sehr wild. Also das ist schon... Das muss man mal gemacht haben, glaube ich. Ich weiß halt nicht, was so ein Harvesting drauf hat, aber gerade deshalb will ich den auch unbedingt haben. Vielleicht schmerzt er in seinem Inventar oder sowas. Das wäre halt richtig sick. Wie in guten alten Zeiten. Oh mein Gott, Wolf. Oh mein Gott, Wolf. Oh mein Gott, Wolf. Ah, der Kühler haut ihm eine runter, oder? Ist ein normaler Wolf? Ist ein normaler Wolf? Ah, da ist auch ein Poison-Wolf. Vielleicht hilft mir der Poison-Wolf sogar gerade ein bisschen. Oh, der hat aber... Ah, scheiße. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben ein kleines Problem. Der hat echt viel Leben. Der wird gewinnen wahrscheinlich.
Wir müssen den ausnocken, irgendwie. Wolf, bitte hör auf. Wie fährt der eine denn auch? Ein Kühl, du schaffst das. Du musst dich wehren. Ja, 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 genauso. Geh weg von mir. Okay, wir sind da was dran, ein Kühlo. Wir schaffen das zusammen als Team. Du lässt dich ausnocken von ihm, ich knock ihn aus, okay? Oh, nö. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Habe ich mir anders vorgestellt, weil der kriegt auch super wenig Topor. Vielleicht nehmen wir einfach beide mit, vielleicht, wenn wir Glück haben. Oh, ich hoffe, der knockt den nicht zu schnell aus. Der knockt den ziemlich schnell aus. Och, nö. Und es ist kalt hier. Wolf, bitte, hör doch auf. Oh, er hat ihn gleich ausgenockt. Oh nein, das ist so bitter. Oh, ich dachte gerade, ich habe das Rhino getroffen. Vielleicht nehmen wir trotzdem beide mit, Leute. Wir knocken den Wolf aus. Oder auch nicht, er haut ab. Er haut sehr weit ab. Okay, was brauchst du überhaupt? Mein armer Freund, du brauchst Medjo-Bären 11 Stück. Das ist kein Problem. Ich habe nur Angst, dass der Wolf zurückkommt irgendwann. In dem Moment, wo ich es nicht merke, dann knockt er mich einfach aus. Ah, der hat ihm halt so eine gegeben danach noch. Das ist halt bitter. Wie viel Taming? Junge. Das Mammut rastet ja richtig aus. Ich sollte hier nicht sein. Oh mein Gott, Affe. Bitte nicht, Affe. Geh in eine andere Richtung. Sei stark im Baum. Ja. Er wirft jetzt schon auf meinen Wolfenstein. Ah, der Wolf lockt ihn vielleicht in andere Richtung. Oh, nein. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Natürlich mein Ankylo, ne? Nee. Noch nicht mein Ankylo. Aber der wird noch drankommen wahrscheinlich. Mann, ich habe den so schön ausgenockt. Also nicht mal mein Wolf hat den ausgenockt, aber... Ah, der nimmt halt alles auseinander. Oh, no. Ankylo, nein. Das war's. Rip an unseren gefallenen Freund. Okay, hier sind halt überall Affen, sehe ich gerade. Das Schneegebiet ist ziemlich verseucht. Und das könnte problematisch werden, hier irgendwas zu zähmen. Ich guck nochmal nach dem Ankylo, der Low-Level ist. Oh, nein. Nicht schon wieder. Och, Mano, warum denn? Wo kommen die ganzen Wölfe her? Lass mal Level 20 haben, ist dann Kühler in Ruhe. Einen habe ich schon down hier. Alter, das ist halt ein Poison, das war's schon wieder. Auch Level 90 natürlich. Wir könnten auch ein Poison gebrauchen, Leute. Ein Poison wird alles viel leichter machen. Ich glaube, ich gucke nach irgendwas mit Poison. Das ist ein Poison-Kano. Ach nö, der sieht voll normal aus. Und irgendwie haben die mir gerade übel viele Sachen geklaut, die ollen Pegos hier. Da ist ein Petri, Level 45. Ich habe mir nur den 40er da hinten markiert. Nur das Problemchen ist, ich weiß nicht, ob ich den ausgenockt bekomme. Der hat 36.000 Topor, das ist gar nicht so wenig. Vielleicht sollten wir doch erst für einen Loweren gehen und dann den guten holen oder so. Alles kritisch schon wieder hier. Ey, gut, dass hier an den Bäumen keine Tülers hängen, ey. Mann, oh Mann, hier sind ja so viele Tülers. Poison 55, wisst ihr was? Den würde ich mal probieren. Wenn er nicht gleich schon wieder irgendwo von angegriffen wird. Komm jetzt her. Oh mein Gott, ich hab gehittet. Boah, ich bin ja der Meister der Bowler. Wusste ich schon immer natürlich. Nur das Problemchen, was wir vielleicht wieder haben, ist, dass wir den nicht direkt reiten können. Weil wir bestimmt wieder Poisons killen müssen dafür. Oh no. Ah, er liegt schon mal. Nice. Und da ist unser Petri. Und den müssen wir jetzt so nach Hause bringen, weil ich habe keinen Kristall dabei. Und deshalb kann ich keine Bälle machen. Ah, zum Glück ist das so 3600 Meter entfernt. Okay, ich suche Kristall, glaube ich, lieber. Weil guckt euch das mal an. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist mit ihm los? Riesenwal auf einmal. Alpha Ziefer. Oh, ich krieg langsam echt ein bisschen Bock auf die Mod, hä? Was zum Teufel? Und da haben wir unser Kristall. Und das heißt, ich muss mit dir nicht ganz nach Hause fliegen. Komm her, mein Freundchen. Wie zu erwarten, brauchen wir zwei Poison-Kristalle und Poison-Hide. Das wird schwierig. Obwohl, theoretisch kann ich einfach Poison-Petris wegknacken, oder? 6000 Leben? Ja, das wird schon ein bisschen dauern. Oh nein, ich hätte den Bodern sollen, ich Idiot. Ach ja, egal, ich lerne noch nicht dazu. Komm mal her, Petri, ich mach auch ganz bestimmt nichts Böses. Ah, gefangen. So, das hast du jetzt davon und jetzt gibt's eine Druff. Vielleicht lieber mit der Armbrust. Was drücke ich hier? Ich habe schon wieder gefettfingert. Nee, hallo, ich will nur die Pfeile wechseln. Gute Bola bisher genutzt. Hälfte schon wieder um. Aber wir machen noch gut Damage. Guckt euch das an. Der Profi. Okay. Zwei Schüsse noch. Kriegen wir noch raus. Einen noch. Yes. Easy kill. Wir haben drei Kristalle bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe drei Kristalle bekommen. Das ist unterschiedlich. Frage ist, kriegt er das Hide raus? Frage ist, kriegt er überhaupt irgendwas raus? Der gibt mir gar nichts, Leute. Oh, der backt halt so rum. Was habe ich da wieder gesehen? Auch nicht so wie ich. Nee, ich kann den nicht abbauen. Ich werde hier gerade gescampt, weil dann hätte ich schon meinen Sattel. Da muss wohl noch ein armer Petri seiner Familie dran glauben. Jo, direkt hier vorne ein Hai einfach. Ey, Petri, komm mal her. Nicht im Wasser, ich mag's irgendwie nicht so. Okay, ich habe ihn dann doch irgendwann gebolert bekommen. Und jetzt kriegt er richtig eine drauf. Dafür, dass er mich so lange hier hin und her geschickt hat. So, jetzt noch ein Schlag mit der Axt. Mit der Spitzhacke hier da. Das hast du davon nämlich.
So. Und der gibt das halt. Oh, wie nice. Okay. Oh, bitte auch genug. Ich wette, es reicht wieder genau nicht für einen Sattel. Und ich muss noch einen killen. Aber wisst ihr was? Dann ist es so. Ah, nee, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir kriegen gerade einiges. Holy shit, ey. Der hat mir echt viel gegeben. Nice. Let's go. Poison Petri Sattel. Es geht voran. Ey, damit werde ich gleich sowas von an Kilo zähmen, ey. Und ich glaube, ich mache mir sogar mal eine Rüstung. Ich glaube, ich habe Metall. Ja, ich habe Metall. Ich bin ziemlich reich. Ich mache mir eine Rüstung. Ich werde Fleck anziehen. So nämlich. Okay, der ist auf jeden Fall sehr langsam. Das ist schon mal geht so cool. Ich hoffe, der macht halbwegs so vor, dass wir mit ihm vielleicht einen besseren Petri ausnocken können. Das wäre schon mal ein Start. Also hier gibt es einen 150er Poison Petri anscheinend. Aber der steht irgendwie zwischen allem. Weiß nicht, ob man da so hin will. Der chillt auch einfach richtig hart neben Arlos. Aber gleich wahrscheinlich nicht mehr, habe ich das ungute Gefühl. Oh, Manticore! Oh, hier ist auch Manticore. Ah. Er ist nicht sauer auf mich, oder? Nee, tatsächlich doch nicht. Aber Petri ist tot. Das ist traurig. Nächster. Da hinten ist noch 150er. Wir gehen weiter. Und ich glaube, ich habe noch eine Bola. Ja, ich habe eine Bola. Dann Bola ich den vorher. Dann kriegt er vielleicht vorher noch ein paar Pfeile. Warum auch immer ich in dieses komische Menü gerade reingekommen bin. Und dann werden wir danach erst auf unser Petri steigen und den Rest machen. Obwohl, vielleicht macht der Petri mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den ewig nicht benutzt. Da. Petri, gib mir mal eine. Oh, okay, zu weit weg. Und wie langsam er ist. Oh mein Gott. Oh, er macht mehr. Oh mein Gott, er macht viel mehr. Ich hätte ihn schon ausgelockt haben können. Oh no. Egal, ich fliege gleich hinterher sonst. Das ist okay. Das ist okay. Aber nicht... Oh Mann, warum denn Wasser? Mach doch ohne Wasser. Komm, geh mal wieder an Land. Ja, 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 ja. So. So ist perfekt. Lass dich auslocken. Der macht echt viel Topor. Oh mein Gott, wie nice. Damit hole ich wieder easy den Ankylo. Oh, die Drehung war sogar zu langsam, ey. So, zack. Ausgelockt. Ich glaube, ich werde auf dem extrem viel Movement Speed skillen, tatsächlich. Damage ist wahrscheinlich auch gut, weil macht er mehr Topor, weil man will ja auch irgendwie nicht zu viel Damage machen mit so einem Auslocktier. Aber wir können hier schon mal den Sattel wieder runternehmen. Das wird jetzt unser neuer Super Petri. So, erster kleiner Test mit unserem neuen Petri. Der macht 2000 Topor mit einem Schlag. Das ist sogar noch 145er. Könnte man theoretisch mitnehmen, aber so richtig ist, glaube ich, ein Bronto gerade nicht. Schon nice, der macht auch so ein bisschen Damage mal. Aber Movement Speed ist halt richtig schlimm. Also Movement Speed, auch wenn er sich dreht, der dreht sich gefühlt. Obwohl, das ging gerade. Aber letztes Mal habe ich mich gefühlt auf der Stelle gedreht. Aber damit kann man schon was ausnocken. Ich habe auf dem gerade ein bisschen Movement Speed geskillt. Der hat jetzt 150 Movement Speed und der ist immer noch langsam. Also, ich glaube, den kriegt man einfach nicht schneller. Das ist traurig. Der wird wohl so bleiben, Leute. Nächste Runde, Harvest an Kilo. Auf der anderen Seite der Map natürlich. Ich sage euch jetzt schon, ich bin über die halbe Map gefetzt, nur um gleich zu sehen, wie der von dem Affen verprügelt wird. Ich call's jetzt. Der ist gleich sowas von tot. Wenn das so sein sollte, dann holen wir uns vielleicht einen Agentavis, um sowas tragen zu können. Das müssen wir gleich mal gucken. Oder von Wölfen wird er gefressen. Von einem Alpha-Wolf. Ah, das ist halt bitter. Das ist halt bitter. Dann wohl doch Agentavis vielleicht. Da gibt's so Poison und Power. Da gibt's kein Speed. Dann wird's wohl Power Agentavis beim Vulkan. Oh Gott. Oh, direkt neben dem Drachen. Aber direkt neben... Und dem Manticore. Oh, nee. Und der ist echt schnell. Oh mein Gott, der Manticore ist ja richtig fix. Ja, nee. Hier gehen wir wieder weg. Das hier sieht auch nicht so viel entspannter aus. Ich sehe da einen Karcher. Aber eigentlich dürfte er nicht so super krass sein, oder? Der ist ungemoddet. Ich weiß nicht, vielleicht gibt der Archie dem sogar eine drauf. Mach mal einfach reinbeißen in den Schinken. Aua. Okay, 500 Damage gerade irgendwo her. Ja, ich kann einfach reinbeißen. Guck mal. Hä, Speed Agentavis gibt's doch. Da ist der Speed Agentavis. Der war nur nicht in der Liste. Guck mal, Karcher hat einfach gegen mich verloren. Einfach ausgenockt. einfach super schnell ausgenockt. Ich brauche mal ein bisschen Ausdauer. Ja, das ist gar kein Speed, das ist Power. Aber der ist blau, oder? Ich bin so verwirrt. Wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Doch, der ist blau. Und der ist auch recht schnell. Da stimmt doch nicht. Oh, das ist ein Prime Raptor. Oh, ich werde fast reingefetzt, weil ich dachte, das wäre ein Power Raptor. Oh, der hätte mich töten können, glaube ich. Ey, Archie, willst du mal mitkommen? Prime ist, glaube ich, ein bisschen OP. Oh, du kommst mit. Du bist der Beste. Komm mal mit. Nice. Wir sind da an was dran. Mit dir können wir vielleicht einen Kilo mal schleppen und retten vor den ganzen bösen Dingen. Ich werde zwar nie erfahren, ob du ein Speed oder ein Power bist, aber du bist sehr, sehr schneller Agentavis. Aber ich denke, du bist Speed. Ey, hier drin ist ja ideal. Besser geht's ja gar nicht. Hier ist super chillig. Boah, die Drehung macht so viel Topor. Oh mein Gott, ich mach nur noch die Drehung. Guck mal, der hat ja keine Chance. Ja, jetzt willst du abhauen, ne? Kannst du gar nicht. Bist hier gefangen. Lappen. Hier, da. Kriegst du eine drauf. Wirst mein sein.
Und ausgenockt. Nicht so geil ausgenockt tatsächlich. Oh no, kann man da langlaufen? Ich habe halt keine Enterhaken oder so. Ich bin halt nicht professionell unterwegs gerade. Wir testen mal. Also wenn der da stuck ist, kann ich da ja auch stucken, oder? Oh ja. Okay, das klappt besser als erwartet. Das klappt sehr gut. Darf ich dir Futter geben? Darf ich? Wie entspannt. Ja, alles gut, Leute. Hier warte ich einfach. Meinen Berechnungen zufolge dürfte er jeden Moment essen. Da ist es soweit. Agentavis fertig. Jetzt muss ich hier nur noch lebendig wieder runterkommen. Oder halt wieder hoch oder so. Ey, das ist ja schwieriger als gedacht. Scheiße. Da runterjumpen irgendwie? Kann man hier so stucken an der Seite? Wir werden es jetzt sehen, Leute. Einer muss es testen. Okay, so kann man nicht stucken an der Wand. Okay, aua. Aber alles gut. Ich habe so Angst, dass ich den Power-Sattel mache und dann braucht er auf einmal einen Speed-Sattel. Weil der ist blau, der ist schnell, aber es steht überall Power dran. Ja, komisch. Aber dafür müsste ich auch erstmal Powers töten überhaupt, fällt mir gerade auf. Dann sollte ich mich wieder auf meinen Grün setzen, glaube ich. Kennt ihr diesen Moment, wenn ich mir dachte, ich nehme heute wieder eine kurze Folge auf und jetzt sitze ich hier schon wieder die ganze Zeit zu zocken und kann nicht aufhören? Ja, dieser Moment ist definitiv passiert. Und naja, egal. Wir hauen jetzt noch Petris um. 28.000 Topo. Ich mache 4.000 mit einer Drehung. Guckt euch das an. Hä? Wie krass. Ich könnte ihn so mitnehmen. Ich ist Level 100. 100 ist auch ein bisschen kacke. Nee, komm, scheiß drauf hier. Zack, wir sind jetzt ausgelockt. Es ist Feierabend hier. Ah, wie schnell der Topo verliert. Oh mein Gott. Hier, leg dich hin. So, Leute, wir haben jetzt Hoffnung auf zwei Kristalle direkt. Und natürlich auf die Hide. Also, das sind Dinge, die wir brauchen. Wünsche mir Glück. Okay, tot. Ich habe ein Kristall bekommen natürlich nur, aber die Hide hätte auch nicht gereicht, glaube ich. Ja, okay, aber ein zweiter Petri ist direkt hier und der ist nur Level 15, also wir haben es gleich. Und nur 7000 Topo, der ist ja super lecker. Komm du mir ran, ey. Bist direkt ausgenockt, Kollege. Nacht. Und zweiter Kristall. Ich habe übrigens keinen Plan, wie man Alphas zähmt in der Mod. Habe ich mich null mit befasst. Aber wir werden das schon noch rausfinden in nächster Zeit. Weil das ist, glaube ich, bald der nächste Schritt. Ich würde mir vielleicht noch irgendwie so eine Wyvern holen dazwischen oder so. Und auf jeden Fall so ein paar Farmtiere, dass ich vielleicht mir eine kleine Base aufbauen kann. Aber dann soll es eigentlich schon Richtung Alpha gehen. So, Power Arty steht, der ziemlich blau ist. Und wir machen jetzt einen Power Agentavis Sattel, der rot ist. Und wo uns die Kristalle fehlen und Chitin fehlt. Okay, Insekten sind in der Nähe, kein Problem. Kommt her, meine Freunde. Gebt mir Chitin. Das ist ein Harvest Duidicurus. Und das ist ein Alpha Cerato. 140 ist der sogar. Eigentlich wäre der ideal. Hier sind ein paar sehr brutale Sachen unterwegs. Auch ein Alpha... Oh, der Cerato will schon zu mir. Oh, hätte er mich gewonshottet? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt wäre den durch die Kurs natürlich. Ach, Menno. Das ist gar nicht so weit von meiner Base weg. Oh, no. Das ist echt nah. Neuer Versuch. Sattel kann gemacht werden. Wird gecraftet. Die Frage ist, kann ich ihn doch wirklich drauf machen, bitte? Weil dann können wir in der nächsten Folge einfach alles nach Hause schleppen und dann wird nichts mehr sterben. Das ist der große Plan. So, Archie. Er geht nicht. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Er heißt Power Agentavis, ist aber keiner. Agentavis. Speed, gibt es da überhaupt einen? Es gibt einen Speed Agentavis, ey. Und dafür bräuchte ich halt Speed halt und Speed Kristalle. Ah, das fehlt uns halt, Leute. Ist da traurig schon wieder. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge die Seil fertig. Ich habe schon lange, lange überzogen. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.